Guten Abend. Er tauchte gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hierzulande auf, nicht als Besatzer in der britischen Besatzungszone, aber er besetzte sofort etwas, nämlich den Stuhl des ersten, bis dato bei uns noch gar nicht erfundenen DJs, Discjockeys. Bei der Bezeichnung Spaßmacher zuckt er zusammen. Er findet sich selbst alles andere als komisch, gibt allenfalls zu, dass er möglicherweise komisch wirkt. Immerhin, mit dieser Wirkung hat er bei uns in Deutschland Karriere gemacht. Obwohl man verschiedentlich behauptet, nichts trenne die Briten und die Deutschen mehr als die Einstellung zum Humor. Eigentlich ist er ja der lebende Gegenbeweis, denn das deutsche Publikum lachte und lacht über ihn. Herzlich willkommen, Chris Howland. Hi. Hi. Jetzt ist mich hier, ja? Yeah. Please make yourself comfortable, feel at home. Es ist sehr bequem. Was ist mit der Unterschrift kaputt? Nee, nicht kaputt. Ich habe nur gesagt, dass an dem Tag, wo ich das gemacht habe, ja, war ich etwas unsicher. Wie du heißt, oder? Nee, das, ja, das auch manchmal. Nee, den kleinen Haken am Schluss von der Unterschrift, siehst du? Der das bedeutet Nachdenklichkeit. Es fängt an ganz, ganz so, und dann plötzlich am Schluss war ein kleiner Nachtseher. Und der bedeutet was? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, aber es muss irgendetwas an dem Tag gewesen sein, wo ich nicht so ganz hundertprozentig da war. Ich wollte eigentlich unser Gespräch einfach mit der kürzesten aller denkbaren Fragen beginnen, nämlich mit oder doch. Und dann habe ich mir vorgestellt, du könntest mich unter Umständen so angucken wie jetzt. Weil du das wie gucke ich jetzt nicht, an? Dass du überhaupt nichts kapierst, was ich jetzt fragen will. Nee, bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Aber ich habe Geduld. Eigentlich keine Charaktereigenschaft des Chris Howland, wie man mir gesagt hat. Geduld. Ach so, nee. Jetzt frage ich doch an. Ich bin nicht, nein. Du bist nicht sehr geduldig. In den letzten Jahren würde ich sagen, seitdem ich mit Computers arbeite, ja. Aha. Da habe ich Geduld gelernt, weil es geht so oft kaputt und man muss es wieder, entweder man schlägt das Gerät kaputt oder man fängt wieder von vorne an. Man ist geduldig, die andere Gemüse. Es kostet, Ungeduld kostet zu viel Geld. Naja. Aber ich bin im Grunde genommen und nicht so sehr geduldig. Dieses oder doch sollte sich beziehen auf die lange Vorrede, deren kurzer Sinn die unterschiedliche Einstellung zu diesem, ja, so schwer zu fassenden Begriff Humor ist, der Briten und der Deutschen. Du bist ein Brite. Ja. Ich bin ein Deutscher. Ja. Na. Was soll ich dann sagen? Der Unterschied zwischen deutschem Humor und englischem Humor? Die Einstellung unserer Einstellung? Menschen, Landsleute zum Humor. Ich bin der Meinung, eigentlich, da ist kein großer Unterschied in die Einstellung. Vielleicht sind wir riskieren mehr. Wir riskieren mehr mit unserem Humor. Ich meine in der Öffentlichkeit. Aha. Wir sagen Witze über die Königin, nicht? Aber das ist lieb gemeint. Ja, wir können keine machen, wir haben keine. Okay, aber... du meinst, bei uns dürfte man das nicht? Ich würde sagen, meinst du im Fernsehen oder meinst du privat? Überhaupt, generell. Aber ich meine, wenn wir schon hier im privat, Fernsehen ich habe sehr viele Privatwitze über verschiedene Politiker hier in Deutschland gehört. Ja, da haben wir auch keinen Mangel.
Nicht? Nein. Aber man bringt die Leute in Fernsehen nicht. Das, ja. Das ist der Unterschied. Wir bringen die in Fernsehen. Bei uns ist man zur Zurückhaltung eigentlich, ja, von Zeit zu Zeit aufgefordert. Vorsicht. Es gibt so Tabus, die gibt es auf den britischen Inseln im Fernsehen und in der Behandlung hoher und höchster Persönlichkeiten weniger. Jetzt weniger, aber aha, früher war es nicht der Fall. Aha. Man konnte nicht so alles über die Königin sagen oder über die Kirche oder was weiß ich da. Als ich angefangen habe, da war viele Tabus. Sex zum Beispiel. Ja. Oh, oh, oh. Nicht? Ja, ja, das war schlimm. Ich meine nicht Sex, aber darüber zu sprechen. Ja. Es hat Millionen Spaß gemacht, dir zuzusehen und dir zuzuhören. Warum reagierst du ein bisschen allergisch, wenn man sagt, du seist ein Spaßmacher? Sehr oft, wenn man... Ich lache gern, ja. Das heißt privat. Ich lache, ich hoffe, dass ich heute Abend lachen werde. Die meisten Leute lachen über mich, besonders wenn ich versuche, ernst zu sein. Ja. Nicht? Deswegen könnte ich nie das Wort zum Sonntag sprechen, zum Beispiel. Ja. Aber Spaßmacher von Fernsehen, ich habe auch meine ernste Seite und ich möchte manchmal akzeptiert als ein denkender Mensch und nicht nur ein alberner Mensch. Das Wort albern hasse ich. Mhm. Würdest die du sagen gerne, das über mich so oft, nicht? Auch der ist albern, den kann man nicht benutzen. Würdest du gerne das Wort zum Sonntag sprechen? Gerne. Gerne, das wird sehr gut klingen, nicht? Das Wort zum Sonntag, gesprochen heute von Heinrich Pumpernickel. Ah. Danke. Danke. Das wird gut, ne? Nein. Das wird eine hohe Einschaltquote haben. Lieber Freund Chris, ich hatte einfach Hemmungen, diesen Heinrich Pumpernickel aufs Tapet zu bringen, weil dann hättest du gesagt, jetzt fängt er mit diesen Ollen. Dass du es selber tust, Prost, sehr zu Was wohl. Ist drin? Herzlich willkommen. Ist es Wein? Apfel. Ah, wirklich? Wein. Prost. Das Wort zum Sonntag, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben. Bist du ein ernsthafter Mensch? Weil viele sagen, kann der überhaupt ernst sein? Man muss eigentlich meine Frau fragen. Ich bin, wenn man sagt, ernster Mensch, nein, ich bin kein ernster Mensch, aber ich habe ernste Gedanken. Ich kann mir... Also wie zum Beispiel auf den Gedanken, dich Heinrich Pumpernickel zu nennen. Wie kam das denn? Wie kam es zu Heinrich Pumpernickel? Also das war Zufall. Das war eine reiner Zufall. Ich habe es einmal in Funk gesagt, ich habe es aus dem Stegreif. Einfach so? Einfach so. Und als es ankam, da war ich vielleicht ein bisschen clever, ich habe es nochmal gesagt. Ja. Und das war mein Fehler. Und damit blieb's. Wie lange warst du dann Heinrich Pumpernickel? Bist du es heute noch? Ich glaube, der Pumpernickel ist höchstwahrscheinlich Geht bekannter als ich selber. Viele wissen... Setzt keinen Schimmel an. Von die jüngeren Leute, die kennen der Pumpernickel, aber die wissen überhaupt nicht, dass Chris Howland heißt. Nee. Bevor wir reden, ich meine, wir reden jetzt schon ein paar Minuten, ich wollte eigentlich sofort... Ich muss zwei Dinge klar machen, die ich einfach nicht kapiere. Ich habe mir das Hirn zermartert über dich. Ich bin viel gewohnt von dir. Ich habe dich über Jahrzehnte genauso... Jahrhunderte. Beobachtet. Wie gib nicht so an. Wie viele? Mach mich nicht so alt. Er behauptet, er sei mit zwei Jahren in ein Internat gekommen. Ja. Das musst du mir erstmal erklären. Was für eine Internatart waren das, mit zwei Jahren? Das war ein Kindergarteninternat. Das kann in die besten Familien passieren. Meine Eltern sind geschieden worden, als ich kurz vor zwei war. Ja. Und mein Vater hat seinen Job, er war bei der BBC, Leiter von Kinderfunk, und er ist wegen der Scheidung rausgeschmissen von seinem Job. Aus der ganzen BBC oder aus der ganzen aus der BBC, Kinderfunk. Weg, arbeitslos. Damals war die Sitten sehr streng, nicht? Mhm. Scheidung hat ein Stigma gehabt. Ja. Und dann, meine Mutter musste arbeiten und sie war Fotografin. Und da war aber noch die Oma, die war auch bei BBC. Aber sie hat die ganze Zeit gearbeitet. Sie stand immer auf der Bühne und in BBC und so weiter. Nein. Sie war eine wunderbare Oma, aber höchstwahrscheinlich eine schlechte Mutter für mich gewesen. Und die haben mich weggeschickt, ja, mit zwei Jahren. Da war ich in ein
Kinderheim. Das ist geklärt. Ja, weil Internat ist bei uns eigentlich auch mit Schule und mit zwei Jahren. Ja, ja, waren wir auch. Wir haben ABC auch gelernt. Mit zwei? Mit zwei, mit zwei. Jawohl. Okay. Dann bin ich neugierig, ich wie du hier... Ich kam bis C. Dann mit drei kam ich auf D&E. Okay, dann bin ich neugierig. Dann bin ich neugierig, wie du mir erklärst, dass du einen Vorsingwettbewerb gewonnen hast. Ja. Mit 1,5 Jahren. 18 Monate. Mit 18 Monaten. Ja. Kannst du das Lied noch? The king's horses, the king's men march down the street and they march back again. The king's horses and the king's men. Das. Ja. Das hat den Monat. Das ist. Da war ich 18 Monate alt, ja. Und da habe ich diesen Preis gewonnen. Weiß nicht, was es war. So irgendwie so mit kleiner. Aus Blei. So ein Farm aus Blei mit Bleitiere und so. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich wusste, ich komme auf dieses Problem, komme ich noch. Aha. Später, als ich nach Deutschland kam, ich wollte singen. Damals wollte ich nicht singen. Und die haben zu mir gesagt, in die Mitte 50er oder Anfang der 52 oder 53, ich wollte singen und ich habe gesungen. In eine Probe und die haben gesagt, Herr Haulen, bloß nicht singen, bloß nicht singen. Und die haben mich nicht erlaubt zu singen, obwohl mit 18 Monaten habe ich eigentlich angefangen. Preis schon bekommen und alles. Beruflich, ja. Zinn. Ja, ja. Zinn. Das muss dann Blech gewesen. Also das ist auch geklärt, mit drei Jahren, Sie merken, wo ich hin will, ich will ihn einfach in die Ecke des Genies drängen. Mit so. Drei Jahren wurde er Kirchenliederkomponist. Oh. Drei Jahre, das kam etwas später. Ich wusste, jetzt kommt er in Schwierigkeiten. Ja, das war etwas später, nicht mit später. Drei Jahre. Drei Jahre, nein, aber ich würde sagen, 7 oder 8, ja schon. Das ist eine falsche Information dann demnach. Weil daraus soll dann angeblich unmittelbar eine Karriere als Organist. Ja, das fing an um die gleiche Zeit mit. Ich bin sehr musikalisch. Das muss ich sagen. Es klingt nicht, wenn ich singe. Das weiß ich. Yeah. Aber ich bin sehr musikalisch und ich habe eine gute musikalische Erziehung. Klavier, Orgel, aber kein Blasinstrument. Da und Gitarre auch nicht. Leider. Möchte ich so gerne Gitarre spielen. Das kann man immer mitnehmen. Klavier ist etwas schwerer. Mundharmonika. Ja, habe ich auch versucht. Aber da habe ich immer so rote Lippen bekommen von das. Nee. Wie war das mit dem Organisten? Wie ich angefangen habe oder als Job? Als Job? Als Job? Ja. Ich war im Internat von 2 bis 17,5. Nicht? Ja. Und um 18 musste ich in Militär. Ja. Und da hatte ich dann 6 Monate Zeit. Und da habe ich dann 2 Jobs gehabt. Ich habe in London the Kinos gespielt, auf der Wurlitzer Orgel. Ah. Nicht? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Mit Füßen zum und Bild. So weiter. Und, ja. Ah. Und dann. Zum Bild oder vorher, bevor der Film. Nee, da gab es eine Pause. Immer in damals gab es immer zwischen den Filmen eine Pause. Da kam der Organist auf seine Kirche hoch, auf der Orgel. Ja. Und dann hat es gespielt und mit Glück, dann ging er wieder runter. Manchmal blieb ich. Ja, furchtbar war das. Und dann habe ich bei Gelegenheit bei Hochzeiten und Beerdigung auch gespielt. Und ich kann nur sagen, die Beerdigungen haben besser bezahlt. Das muss irgendetwas mit der Versicherung zu tun gehabt haben. Du glaubst, dass ich dich auf den Arm nehme. Das ist echt, das ist die Wahrheit. Soll ich so blasphemisch sein und fragen, ob da auch mehr gelacht wurde? Ich warte, man ist nicht gesehen, man sitzt ganz oben in der Kirche. Du weißt, dass es also fast eine schlimme Sache ist, dass kaum so schlimm gelacht werden kann wie auf Beerdigung. Ist schon mal ich weiß, dass manchmal... reine Nervensache. Es ist eine Nervensache eigentlich. Ja. Und das war Chris, du bist Jahrgang 1928. Ich möchte mal eine Zeit streifen, die... Alle, die gleicher Jahrgang sind, also Jahrgang 28 in unserem Land, bedeutete zum Beispiel
Luftwaffenhelfer, Bombennächte, Arbeitsdienst, all diese Dinge. Wie war das damals in England? Wie war das in Britannien? In 28? Nein, der Jahrgang 28 ja. wurde... Ach so, was wir erlebt haben. Wie war das dann bei euch zu Hause, als wir als Feinde uns gegenüberstanden? Als ich 11 Jahre alt war, natürlich, das war eine furchtbare Nervenkrieg vorher sowieso, ja. nicht in der Zeit. Zehn Jahre alt war und dann sah man diese Wolke am Horizont. Ja. Und mit 9 und 10 kann man, man ist nicht doof, man nimmt alles mit, nicht? Und dann, als ich 11 Jahre alt war, dann zack, ich glaube 3. September 1939, 11 Uhr und dann, ich war in Westengland, ich weiß genau, wo ich war derzeit, komischerweise. Und dann dachte ich mir, jetzt ist Krieg. Die Zeit musste ich ja geprägt haben. Was hat dich auf den Gedanken gebracht, unmittelbar nach Beendigung des Krieges, wie schnell war es denn überhaupt, nach Deutschland zu gehen, hier deine beiden Beine auf die besetzte Erde zu stellen und zu sagen, ich fange hier einen Beruf an? Naja, da ist ziemlich viel dazwischen gekommen. Zuerst mal mit 18. Ja. In 46, dann musste ich in Militär. Ja. Nach dem Krieg. Ein Jahr nach dem Krieg. Dann haben die Haulen genommen. Ich weiß nicht warum. Und später haben sie sich auch die gleiche Frage gestellt. Ja, aber gab's denn damals in Großbritannien Wehrpflicht? Absolut. Ja, das war Krieg. Wir waren immer noch, obwohl Frieden war in 46 für uns, das war Krieg. Und da mit 18, zack, rein und nicht für 18 Monate oder so. Ich war 3 Jahre Soldat. Und man ging rein und okay, und da... Man wurde reingegangen. Okay, reingeholt, ja. Haulend, ja. her. Nummer so und so und so und so. Und so. Ja. Ich war nur eine Nummer. Ich musste nur die letzten 3 Ziffern kennen. Ich habe die längst vergessen, aber 3, 4, 5 oder was weiß ich, das war Haulend. Und da war ich ausgebildet als richtiger Kampfsoldat. Da lagst du nicht, aber nein, echt. Nein. Und dann in die Artillerie, wir haben Kanonen da gehabt. Ich weiß. Und ich war in der Artillerie und wir müssen mit dieser schweren Dinge da, ich wohnt 99 Pfund und diese Patrone oder wie es heißt, 100 Pfund. Und die müssen wir dann also in die Kanone. Eklatantes nicht? Missverhältnis, ja, vorstellbar. Ja. Und das habe ich 2 Jahre gemacht. Mhm. 2 Jahre. Und dann habe ich gehört, dass der englische Militärfunk in Hamburg suchte einen Rundfunksprecher. Und so wurdest du zum Befreier. Und ich dachte, alles ist besser als mit diesen Kanonen, ja. nicht? Und ich bin dann zu Interview gegangen und... Kanon? Ja, ich wollte ein Wort sagen, aber ich möchte nicht, dass es rausgeschnitten wird. Ich dachte, das war eine besondere Waffenbezeichnung. Ja, ist es auch eine. Ja. Flakkanon, Kanon. Nee, alle Kanonen sind für mich Und für mich sind sie scheiße, wolltest du das sagen? Ja, danke. Auf das trinke ich. Prost. Auf das trinken wir. Na. Alles war besser als diese scheiß Kanonen. So. Man darf beim bayerischen Fernsehen viel mehr sagen, als die Leute immer behaupten. Ich bin immer vorsichtig. Good. Immer vorsichtig. So, ich bin zu einem Interview gegangen. 200 anderen da stand da für dieses Interview. Ja. Aber nur weil ich Haulend hieß und mein Vater war während des Krieges, die BBC haben ihn vergeben. Und er würde dann Sprecher während des Krieges für die BBC in London. Vielleicht auch, weil die Mama inzwischen wieder geheiratet hatte. Nee, sie hat einen Mann gehabt, er hat was mit Autos zu tun gehabt. Man kombiniert. Ich hieß Haulend, nicht? Ja. Ich hieß Haulend und deswegen, von den 200 haben 2 für uns den Job bekommen. Und wir sind dann nach Hamburg geschickt und dann ausgebildet als Funkleute. Und das ist natürlich ein... Da kommt die große Frage. Ja. Das ist wirklich eine große Frage, weil damit ist eine neue Generation eigentlich bei uns begründet worden. Diese Generation hatte so 2 Buchstabengruppen, A, je 3 Buchstaben, mit denen sie ein neues Leben angefangen haben. Und diese Buchstabengruppen hießen AFN. Ah ja, AFN. And BFN. BFN. Denn das war plötzlich etwas, da tat sich eine neue Welt auf.
wofür man vorher unter Umständen eingesperrt oder sogar erschossen wurde, wenn man das gehört hat. Mm. Plötzlich war das alles da. Man hörte also von Glenn Miller über Stan Kenton, über Woody Herman. Alles, was man vorher nur geahnt hat oder gesagt hat, Mensch, was machen die? Plötzlich war das da und damit ist diese Generation aufgewachsen. Mit Funk, ja. Ja. Und du warst einer derer, einer von denen, die das gebracht haben? Der Anfang, ja, ich war in der zweiten Phase von dieser Aktion da. Es existiert immer noch BRBS, das ist in Köln. Ja. Jetzt, das ist meine alte Firma, sage ich immer. Ja. Und da habe ich dann, bin ich ausgebildet als, ja, alles. Ich habe, ich war Orchesterchef, ich war Chefsprecher, ich habe die Leute ausgebildet, Hörspiel, Filmkritik, was, wir mussten alles damals machen und das war eine super Ausbildung. Wo wurdest du der erste Discjockey auf deutschem Boden? Ah, das kam wegen vielleicht ein Glas Wein. Oder vielleicht sogar zwei. Meine erste Frau, ich bin viermal geheiratet, nicht? Ja. Einer lernt's nie? Doch, ich habe es gelernt, aber es hat gedauert. Monika, ist sie hier? Die ist hinten geblieben. Die ist da drin. Ich wollte Ihnen so gerne Frau Holland vorstellen, aber sie hat es vorgezogen, ihren alten Freund. Sie ist kamerascheu. Fast wie sehr du. Fotogen, sehr telegen, aber kamerascheu. Ja. Nee, ich habe Mittag. Vier Gläser? Ja, vier, wenn du willst. Und da sind wir vorbeigefahren, die Gebäude von NWDR, Nordwestdeutscher Rundfunk. Ja. Und meine erste Frau sagte zu mir, ich wette, dass du nicht reingehst, haust auf den Tisch und sagst, ich bin der Mann, auf den sie gewartet haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann, nach meinem vierten Glas Wein, habe ich den Wagen angehalten, ich bin reingegangen. Und der Mann hieß Christian Törsle. Moment, du hast die vier Gläser Wein im Auto getrunken? Nein, vor dem Auto. Mit vier Gläser Wein habe ich Auto getrunken, aber damals hat man überhaupt nicht davon geredet. Ne? Und sogar, ich habe eine Militärnummer auf das Auto gehabt. Ja, aber das ist nebenbei. Good. Und Christian Törslev hieß der Mann. Und ich habe auf den Tisch gehauen. Und er war so schockiert, er sagte zu mir, das war, ich glaube, Juli, er sagte, Sie dürfen im September anfangen. Zack. Ja. So einfach machte man damals Karriere. Ja, und Christian Törslev, lebt in Köln jetzt, soweit ich weiß, immer noch. Ja. Und er glaubte natürlich, dass ich fließend Deutsch sprach. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kann man der erste Disc-Jockey auf deutschem Boden werden beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg, ich glaube in der Roten Baumchaussee war ja. Ohne Deutsch zu sprechen? Ja, wie kam es? Es kam. So war's. Das war eine Sensation, nicht? Für mich auch. Ich habe meinen Text auf Englisch geschrieben und eine Sekretärin da bei BFN hat es übersetzt in diese Sprache und hat mir das beigebracht, wie ich das aussprechen sollte. Mhm. Und dann bin ich los. Ich möchte doch da noch ein bisschen nachhaken. Du hast gesagt, du hast eine Militärnummer auf deinem Auto gehabt. Du warst also in dieser neuen Zeit in Deutschland, die da begann, wo die Deutschen plötzlich ganz offen wurden für alles, alles aufgesogen haben wie die Schwämme. Gabst du dir so ein bisschen vor wie ein Befreier? Nein, überhaupt nicht. Ich bin so oft in meinem Leben überrascht von Dingen, die ich getan habe, die gut angekommen sind. Du darfst nicht vergessen, als wir in BFN gearbeitet haben, wir waren so innerlich beschäftigt mit unserem Job, weil es so ein schöner Job war. Mhm. Wir haben nur Englisch miteinander geredet. Wir hatten keinen Kontakt, außer die viele super deutsche Personal, die wir gehabt haben. Ja. Die waren echt fantastisch. Aber die sprachen alle Englisch und wir haben nur mit Engländern Kontakt gehabt. Und ich glaube, ich war der Erste, wer diesen Weg gemacht hat, außer natürlich die deutsche Freundin gehabt haben. Die haben natürlich Deutsch gelernt und Deutschland gelernt, nicht? Weil man sagt, jede Sprache lernt man und am besten deswegen hattest du so lange und deswegen hattest du so lange Schwierigkeiten. Genau. Meine erste Frau war Engländerin, nicht? Ja. War der Akzent bei dir immer so ein bisschen eine Masche auch vielleicht? Später hat sich das daraus entwickelt? Nein. Du hast es einfach nicht besser gelernt. Ich bin stehen geblieben mit Deutsch. Lass dich doch nicht von mir auf den Arm nehmen. Hast du mir auf den Arm genommen? Ich hab's nicht gemerkt. Du merkst das nicht. Nein, das ist mein Pech. Siehst du, wie doof ich bin? Das ist mein Problem. So das ist mein Problem. Du hast auf den Tisch gehauen, hast gesagt, hier bin ich. Und damit begann eine Karriere des Chris Howland bei uns in Deutschland, die
Ja, würdest du sagen, steil aufwärts ging, langsam aufwärts ging? Nö, oder das ging so. Wellenlinien. Nach einem Jahr, so. Meine Karriere ist immer so gewesen. Nicht? Ja. Ich habe da einfach eine Zahl gelesen, ich muss das einfach nachfragen. Weil das so steil nach oben ging, gibt es irgendwo die Behauptung, es seien in der Woche 40.000 Briefe. Ja, vielleicht sogar mehr. Hast du das gezählt? Vielleicht mehr. Die kamen, wir konnten die nicht ausmachen, die kamen am Anfang, als ich angefangen habe, mein Nordwestdeutscher Rundfunk. Alle an dich? Die Briefe, ja, die kamen lastwagenweise in Säcke. Wir konnten die nicht aufmachen, wir haben die Säcke nicht aufgemacht sogar. Säcke waren in den Lastwagen oder die Lastwagen ja, in den Säcken? Nein. Die waren transportiert nach Nordwestdeutschen Rundfunk. Lastwagen zu voller. Zu Händen von Herrn Chris Hahn. Zu Händen von Chris Hahn. Die haben meistens meinen Namen falsch buchstabiert, aber das macht nichts. Und so war es. Das war das erste Mal, dass ich glaube, das war das erste Mal, dass irgendeiner auf eine lockere Art in Funk gesprochen hat. Was war der Unterschied zum Beispiel damals, sagen wir mal, Radio Hamburg? Oder hieß es schon Nordwestdeutscher Rundfunk? Damals? Ja, es hieß schon NWDR. NWDR. Und BBC? Ja, damals hat NWDR zum Beispiel... Der ganzen Auffassung. BBC ist ja eine Institution, das ist ja fast wie eine Kirche. Ja, aber BBC, die haben eine... super organisierte Firma. Es ist nichts mit der Regierung zu tun. Das steht ganz an der Seite von der Regierung, nicht an der Seite, ganz separiert. Ja. Und ich fand, als ich deutsche Radio, das heißt NWDR, gehört habe, die haben immer bla 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 gemacht. Man könnte hören, dass die alle gelesen haben. Keiner hat ein freies Wort gesprochen. Alles wird geschrieben. Ja. Und die Musik war genau das Wort, die ich für die Artillerie und... für die berühmte M-Kanone? Für die Kanonen genannt habe. Die Musik war furchtbar. Und ich dachte, man muss ein bisschen flotte Musik in Deutschfunk bringen, um die Hörer, die uns BFN gehört haben, zurück nach deutschen Funk zu bringen. Oh. Das habe ich zu Christian Terslev gesagt. Ich bringe die Leute für eine Stunde jede Woche zurück, wo die gehören, wo die hinhören. Weg von BFN? Weg von uns. Und so deutsche Dinge. Und das habe ich geschafft. Für diese eine Stunde. Warum nach einem Jahr dieser Superpopularität plötzlich dieser... Wie machtest du? Absturz. Beide Leute, die mir dieses sagen könnte, sind leider gestorben. Das werde ich in mein Leben lang nie wissen. Aber nach einem Jahr hieß es plötzlich, als ich reinging, um eine Sendung zu machen, würden Sie nach der Sendung zu der Büro von Herrn... Habe ich gesagt, ja, tue ich. Weil einen Tag vorher haben wir zusammen in die Kantine gesessen und es war alles freundlich und so. Und dann ging ich nach der Sendung rein und sagte zu mir, ja, Chris, es tut mir leid, du hast gerade deine letzte Sendung für uns gemacht. Und ich habe gesagt, ich fiele aus aller Wolken, nicht? Ja. Und ich habe gesagt, wieso? Und er sagte, wir haben viel zu viele negative Briefe bekommen. Habe ich gesagt, wie bitte? Er sagt, ja, wir haben viel zu viele negative Briefe bekommen. Habe ich gesagt, aber die kommen in Lastwagen, diese Briefe. Die negativen? Wir haben die nie aufgemacht. Habe ich gesagt, ich nehme an, die waren alle positiv. Ich habe gesagt, zeig mir dann er muss dann 100 Lastwagen gehabt, nicht? Wenn er doppelt so viel. Er sagte, für jeden Positivbrief, die du bekommen hast, wir waren per Du, haben wir zwei negativ. Und deswegen ist es adieu, auf Wiedersehen, zack, aus. Was hast du gemacht? Gefaulenzt. Ich habe keine Arbeit gehabt, nicht? Ich war weg vom BFN. Das ist die Zeit, wo du zurückgegangen bist nach London? Nein, das kam später. Das kam später. Ich habe nichts zu tun gehabt. Ja. Und ich saß zu Hause und dann hat meine erste Frau, sie hat einen Job bekommen und da habe ich zu Hause gesessen und gekocht. Und habe ich mich Kurzschrift beigebracht und so Daumen gedreht, weil da war nichts für mich. Ne? Bis dann
BFN nach Köln ginge und ich bin mit. Und dann bin ich zur WDR gegangen, hat gesagt, haben Sie einen Job für mich? Und die haben ja gesagt. Wieder auf den Tisch gehauen? Wieder auf den Tisch gehauen. Nee, die kannten mich mittlerweile. Ja. Und das war Günter Krenz in Köln. Ich muss seinen Namen nennen, weil ich habe ihnen viel zu verdanken. Und ja, dann fing es dann wirklich richtig an. Du bist zurückgegangen nach London, hast dort mehrere hundert Talkshows gemacht. Ich glaube, es waren über 400. Ja. Radio und alle möglichen Gelegenheiten. Eine große Karriere dort gemacht, aber wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Was hat dich denn so sehr wieder hierher zurückgezogen? Ich nenne das mein Y. Zu Hause nicht mehr Wurzeln gefasst? Nee, das nicht. Manchmal ist man konfrontiert, oder nicht manchmal, tausendmal im Leben ist man konfrontiert mit, was ich ein Y nenne. Mhm. Nicht? Eine Weiche. Entweder kannst du geradeaus oder kannst du abweichen. Mhm. Nicht? Links oder rechts. Musst du entscheiden. Und mein Privatleben damals war nicht so gut in England. Kein Wunder, weil ich habe in England gearbeitet, von Montag bis Freitag. Und am Wochenende in Deutschland habe ich Filme gemacht. Und ich war fast nie zu Hause. Und dann kam die Trennung und dann dachte ich mir, was tust du? Und in Deutschland sah es sehr rosig aus, besonders mit Filmen, weil ich wollte immer nach Hollywood. Nicht? Ich habe das Idee immer noch nicht aufgegeben. Nicht? Immer noch nicht. Ältere Schauspieler werden auch gebraucht. Nicht? Und wenn ich noch ein bisschen älter werde, dann wird es noch besser. Und ich wollte nach Hollywood und ich dachte, die Filme, die ich in Deutschland gemacht habe, Ich träume von Liebe im südlichen Nacht, solche Titel haben die gehabt, nicht? Und ich dachte, das war der kürzeste Weg nach Hollywood. Ja, ich sitze immer noch hier. Soll ich es dir ein bisschen leichter machen? Meine hießen, mein Schatz ist aus Tirol, oder? Ah ja, die Titel waren schön, nicht? Da habe ich mich geschämt manchmal. Komm mit, Titel. Komm mit, mein Schatz, ans blaue Meer. Ich meine, ja, wir Schatz war immer drin, ja. Alle gerne vergessen. Aber die laufen ja pausenlos jetzt. Die Filme waren gut. Wir haben auch Filme zusammen gemacht. Ich würde es nicht sagen, dass die gut waren, aber ich meine, gut, es hatte den Vorteil, dass wir uns mal persönlich kennengelernt hatten. Es kam die große Zeit von Studio B und vor allen Dingen unvergesslich Vorsicht Kamera. Ja. Das ist natürlich eine bisschen schwierige Frage. Ich sage sie wertfrei, weil ich höre jetzt schon wieder welche aufheulen. Was hat er denn gegen? Ich habe gar nichts gegen. Ich möchte nur fragen, warum machst du das nicht heute noch? Denn Vorsicht, Kamera, nach dem alten Prinzip Candid Camera, das ich schon in den 50er Jahren in England, als ich dort gedreht habe, gesehen habe, war dir doch eigentlich auf den Leib geschrieben. Ja, eigentlich ja. Aber damals hat der Programmdirektor von, oder Unterhaltungschef von Westdeutscher Rundfunk andere Meinung. Er, nach 2 Jahren, er hat meinen Vertrag gekündigt. Und er meinte, ich glaube, das war ein bisschen heißes Eisen damals, nicht? Das war extrem neu, war diese Idee, so quasi Leute auf den Arm, ich weiß nicht, ein besserer Ausdruck, aber Leute auf den Arm, netterweise auf den Arm zu nehmen. Auf jeden Fall war der Vertrag nicht verlängert. Und wenn der Vertrag nicht verlängert ist, was tut man? Man hört auf, ne? Oder ich habe aufgehört. Ich war nicht böse, gell? Aber so war's. Aber da habe ich Studio B gehabt. Das lief parallel. Kannst du richtig böse werden? Ich? Ja. Es dauert lange. Und dann, wenn ich explodiere, dann explodiere ich immer in die falsche Richtung. Und ich attackiere immer den falschen Mensch. Und dann bin ich so traurig hinterher. Ich verbringe dann 10 Wochen mich zur Entschuldigung. Nein, ich bin nicht sehr oft böse. Sauer ab und zu, aber böse nicht. Manchmal sehr traurig. Ich sehe böse aus, ich weiß. Manchmal sehr traurig. Ja, ausgeglichen? Nicht ausgeglichen, aber ich bin nie balanciert. Trotzdem. Ich bin ausbalanciert. Ja. Ich bin nicht, wie nennt man das? Moody. Ich habe keine. Launisch. Ich bin nicht launisch. Ich finde Leute, die launisch sind, das geht mir auf die Nerven. Ich bin genauso, wenn ich wach bin morgens, ich bin genauso freundlich, als wenn ich abends ins Bett gehe. Das ist weder noch. Nicht? Und dann manchmal während des Tages bin ich
glücklich und dann manchmal bin ich down. Aber nicht manic depressive, nicht depressiv, nein. Ab und zu bisschen, aber ich würde, ich bin ziemlich gerade durch. Vielleicht hast du gemerkt, dass ich dich sanft, aber unausweichlich... Ich wollte fragen, warum fragst du so? ...auf eine bestimmte Schiene bringen will, weil aus diesem Karriereknick, um das wieder ein bisschen salopper zu formulieren, wurden so zwei Flaschen Whisky am Tag an der eigenen... Zwei. ...Hotelbar. Waren es drei? Nein. Mein Barkeeper hat gesagt, ich war mein eigener bester Kunde, aber... In einem eigenen 60-Betten-Hotel auf der Insel Mallorca. Da liegt also nun ein gewaltiger Bogen. Flucht in den Alkohol, Enttäuschung, traurig, verbittert. Flucht in den Alkohol, aber auf spanischem Boden, auf eigenem Grund und Boden in einem 60-Betten-Hotel. Da war plötzlich der Hotelier Chris Howland geboren. Fällt es dir schwer, ein bisschen was über diese Zeit, in der du sicher mit dir am meisten zu tun gehabt hast, zu erzählen? Das Hotel habe ich gebaut, bevor all dieses passiert. Natürlich, da muss man ja das die war, das sollte, haben, um das zu machen. Das sollte, muss es ja gut gegangen sein. Ja, das sollte für mein Lebensabend sein. Ne? Ja. Und als dann Studio B zu Ende kam, bin ich etwas ausgeflippt, das gebe ich gerne zu. Aber, darf man nicht ausflippen. Ich habe nie jemanden anders etwas Böses getan, wenn ich jemanden böse, was war es mir selber in der Zeit. Aber ich habe das zu mich selber getan. So schlimm war es eigentlich auch nicht, wie es in alle Zeitungen kam, etc. Darf nicht vergessen, damals in dieser Zeit, wo ich angeblich nur in die Bar stand und eine Flasche nach dem anderen getrunken habe, habe ich zwei, drei oder vier Funksendungen in der Woche gemacht und ich habe eine Doppelseite jeden Sonntag für eine sehr gute englische Zeitung geschrieben. Die ganze Zeit, wo ich auf Mallorca war, in dieser schlechten Zeit, habe ich das getan, weil ich konnte nicht einfach herumsitzen und Daumen drehen. Ich bin nicht so, ich muss was tun. Aber das war ein Knick. Ich habe mich ausgeflippt und ich schäme mich nicht. Ich glaube, jeder soll den Recht haben, auszuflippen, solange er keiner anderen wehtut. Und das habe ich getan, ja. Ich habe es nicht nur nicht gesagt, um dich vorzuführen, sondern ganz im Gegenteil, weil ich einfach weiß, dass sehr viele Menschen an einem Menschen wie dir sehr starken Anteil genommen haben. Und diese Entschuldigung darf keiner ausflippen. Natürlich darf jeder ausflippen. Nur manch einem ist es nicht in die Kraft und in ihm selbst drin, da auch wieder herauszufinden. Und deswegen habe ich mir erlaubt, dich danach zu fragen, weil du diese Zeit ja irgendwann... Ich bin da gewesen, ja. ...hinter dich gebracht hast und gesagt hast, so, jetzt hau ich wieder auf den Tisch und sage, ich wieder. Ja, das war wieder ein Y. Ich musste entscheiden, entweder bleibst du hier auf Mallorca, nicht? Oder du gehst zurück nach Deutschland und du fängst von vorne an. Ja. Und du hast was sagen. Ja, du hast deine vier Ehen erwähnt, aber nicht deine drei Kinder. Was bist du für ein Vater? Ja. Das ist schon mal sehr vielversprechend. Es ist sehr gut. Wer keinen Vater gehabt hat, es ist sehr schwer, eine Gute zu sein. Okay? Ja. Ich glaube, jetzt bin ich ein sehr guter Vater zu meinen Kindern. Aber als die klein war, man darf nicht vergessen, ich habe auch gesagt, nur Frauen und ich hatte keinen Vater. Was für ein Vater war ich? Meine Kinder die kamen alle in diese turbulenten Zeiten. Und so mein erster Sohn habe ich immer ein fantastisches Verhältnis gehabt und meine erste Tochter. Und ich muss sagen, dass meine erste Frau hat immer gesagt zu mir, wenn du kein guter Vater sein kannst, dann versuch's mindestens ein guter Onkel zu sein. Und sie hat die Kinder immer zu mir nach Deutschland geschickt und deswegen ist die wunderbare Verhältnis zwischen mir und meinen Kindern von den ersten zwei eher fest. Und mein drittes Kind, mein Sohn, es ist genauso fest, weil meine zweite Frau hat die gleiche Meinung. So meine drei Kinder, da habe ich ein fantastisches Verhältnis
Und wie ich fühle, ich bin eins, zwei, drei, mit meinen drei Kindern werde ich am Ende dieses Jahres viermal Großvater. Das soll was heißen. Opa, wir sind... Fünfmal, wenn man das Kind von einer Frau nimmt, ne? Wir sind in einer sehr schnellen Veränderung der Medienlandschaft. Chris Howland, den ich eigentlich, seit ich selbst in diesem Beruf bin, und das sind 40 Jahre, immer mit meinen Augen, meinen Ohren, meinen Gedanken begleitet habe. Könnte er jetzt wieder durch die Gegend gehen und sich irgendwo einen Tisch suchen, auf den er haut und sagt, hier bin ich. Was sollte das sein, was du gerne machen möchtest in einer sich immer mehr schneller verändernden Medienlandschaft? Was würdest du gerne tun? Wohin juckt's dich in deinem Y? Okay. Bis jetzt habe ich kein Buch geschrieben und ich kann sehr gut schreiben, aber auf Englisch, das ist das Problem. Es gibt gute Übersetzer. Aber in der Übersetzung verliert man sehr viel. So, da könnte ich auf einen Tisch irgendwo da hauen und sagen, hier, ich bin ein guter Autor. Writer, Autor, okay. Schreiber. Dann, ich fange an schon auf Tische zu hauen, weil ich komponiere sehr gern. Nicht Kirchenlieder, nicht Popmusik, sondern Musik. Das erwartet man nicht von mir. Nicht? Aber ich habe Klavier und Orgel. Und da gehe ich jetzt in diese Richtung, Musik, Komposition. In Klausur, ich nehme einfach die letzten 10 Sekunden, die wir noch haben, dieses Stichwort auf, geht immer furchtbar schnell vorbei, alle sind am Ende. Ich nehme das auf und sage, du hast 40 Jahre lang in diesem Beruf, meistens oder fast immer, den richtigen Ton gefunden, um ein großes Publikum zu begeistern. Möge es in deiner Begeisterung für die Musik auch so in Zukunft sein, dass du auch dort die richtigen Töne findest, um weiterhin vielen Menschen viel Freude zu machen. Danke, Chris Howland, alles Gute, tschüss. Das ist lieb. Bye-bye. Thank you.